Das ist, geht aber schon in die Richtung, du programmierst ein eigenes Spiel. Ja, aber Tut mir leid. ist ja egal. Ich meine, also ganz ehrlich, das Plugins schreiben für Bucket bzw. für Minecraft ist wirklich simpel gehalten. Es ist wirklich sehr befriedigend. Du kannst mit unheimlich wenig Code und unheimlich wenig Anstrengung kannst du wirklich geile Sachen machen. Also die API, die sie da zur Verfügung stellen, ist richtig mächtig. Hört sich nicht schlecht an, aber Diamanten! Aber wir fangen jetzt Sorry. nicht noch ein Projekt an. Kannst du mal Und? aufhören, mir immer Lust auf irgendwelche Sachen zu machen? Ich habe nicht so viel Zeit. Alter, ich auch nicht. Was glaubst du, was ich für einen Stress habe, wenn ich eure Videos bekomme? Dann bin ich erstmal 3 Tage am Schneiden. Diamanten? Verstehe ich. Boah, hier drin wird es langsam warm. Ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil ich sonst so einen scheiß Straßenlärm da draußen habe. Diamanten. Brauchen Bogen. Ich habe hier. Wow, wow. Alter. Ich habe hier voll die Battles mit fucking Skeletten, Mann. Och nö. Hauptsache, du stirbst nicht. Richtig, Hauptsache, du stirbst nicht. Oh. Ich habe eine Schlucht gefunden. Geilo. Oh ja. Oh. Oh ja, Creeper. Komm schon, komm her. Alle. Scheiße, ich glaube, ich habe mich verlatscht. Was sind denn das? Oh mein Gott, ich sterbe. Okay, ich brauche eindeutig einen Bogen. Ich komme hier unten nicht weiter. Zu viel los. Hier ist ein Gepanzer, also ein Skelett mit Lederrüstung, Mann. Ja, das gibt's. Komplett. Komplett. Sei froh, dass es kein, also die gibt's auch mit verzauberten Bögen. Dass Und ich dann anfange zu brennen. ja, richtig. Und das ist halt richtig eklig. Also du denkst an nichts Böses. Ich denke nie an Böses. So ging eine Staffel von Marco und mir zu Ende. Ich glaube, gerade die zweite Staffel, die wir einfach probiert haben, wo wir einfach gedacht haben, komm, jetzt fangen wir einfach nochmal an. Die ging so innerhalb von 3 Folgen zu Ende, weil ich bin in eine Höhle, wir hatten noch nichts, einfach noch gar nichts. Ich gehe in eine Höhle. Ihr könnt ihr nach 3 Folgen. Ach, egal. Ja, weiter. Ja, also nach, das sind halt dann 60 Minuten oder so. Haben halt angefangen, ein Haus zu bauen und so weiter und hatten ansonsten noch nicht viel gemacht. Haben halt Essen gesucht und waren aber jetzt noch nicht auf größere Kämpfe vorbereitet. Und dann gehe ich in eine Höhle und dann steht da ein Skelett vor mir, ein einzelnes Skelett und es hat einen verzauberten Bogen und es schießt auf mich. Ich fange an zu brennen und das Feuer geht einfach nicht aus. Und es war einfach kein Wasser in der Nähe. Das war richtig scheiße. Das kann ich verstehen. So, ich ernte mal ein bisschen Weizen. Und nein, ich habe immer noch keine Kühe gefunden. Brauche Koble. Könnte mir jemanden Gefallen tun? Mit Einen Sicherheit. großen Doch an Gefallen. was? Brauche einen fucking Bogen. Moment. Da kann ich dir bestimmt weiterhelfen. Muss nur kurz hier ein bisschen umsortieren. Und wir müssen uns demnächst auch Gedanken über eine Aufnahmepause machen. Nein. Doch. Marco kommt doch noch. Ja, der war gut. ja, ich würde sagen in 16 Minuten. Ich hätte jetzt gesagt in 6, dann ist genau 22:30. Können wir auch machen. Nein, 16 Minuten hört sich besser an. Alter, mach doch mal keinen Stress. Enderman? Alter, greift ihn bloß nicht an. Enderman? Der ist aber Heißt. im Weg. Oh mein Gott, ey. Das war ein Creeper. Ich hab's Nein, nein, gehört. nein. Akustische Täuschung. Akustische Täuschung. Ja, wenn es die optische gibt, gibt es auch die akustische. Holz, Holz, Holz. Also. Wow, wahnsinnig viel Holz. Wie war das? Man darf den Enderman nicht angucken? Richtig. Richtig. Ups. Sonst ist er ziemlich pissig auf dich.
Oh ja, ich sehe es. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hau dich ein oder irgendwas. Hilfe! Lenny, wir können dir nicht helfen. Hilfe! Ah! Hilfe! Überall! Überall! Mein Gott, Hilfe! Ich komme jetzt mal in deine Richtung gelatscht. Nein, schon in Ordnung. Du bist höher als ich. Wieso bist du höher als ich? Bist du in der Höhle? Ja. Wo hast du hier lang gegraben? Oh mein Gott, Lenny. Also diese Höhle ist richtig geil. Ist auf der Höhe, auf der Diamantenhöhe. Hier sind Diamanten, Lenny. Hast du die übersehen? Nein, ich habe doch gesagt Diamanten. Wir haben Alter. doch ausgemacht, ich baue die nicht mehr ab. Oh, ich will die haben. Ja, na? Alter, nein! Ach Nein, so. nein, das sind nicht die Diamanten. Wollte dich gerade töten. Ganz flauschig bleiben, Digga. Da ist ein Enderman und ich habe ihn angeguckt. Alter, komm da weg. Du kommst nicht an den Skelett-Spasti Nein, kommst du auch nicht. ran, weil da scheiß Wasser ist. Ich krieg es hin. Ich krieg es hin. Alter, jetzt bau keine Scheiße, ja? Ich werde mich jetzt taktisch zu diesem Skelett vorarbeiten, okay? So. Okay, Wasser ist. Endermen sind übrigens allergisch gegen Wasser. Also wenn du im Wasser stehst, kann er dir nichts. Sind die nicht voll schwach eigentlich? Die Endermen. Ich hätte ihn doch platt machen können mit meiner Eisenrüstung etc. Problem ist halt, die teilen unheimlich stark aus. Ja? Und dadurch, dass sie sich teleportieren und dann gerne hinter dir auftauchen, dir einen Schlag versetzen und sich wieder wegteleportieren, kann es halt echt sein, dass sie dich mal kurz platt machen. Irgendwie habe ich Angst. Ah, ich weiß jetzt, warum man Fackel nicht auf dem Boden setzt. Warum? Wasser. Nee. Diamanten. Ich habe Diamanten. Oh mein Gott. Du. Ich bin echt der König von Diamanten. König von Deutschland. König von Diamantien. Leuchtet draußen mal gescheit aus, sodass ich auch nachts da an meinem Haus bauen kann. Aber bitte risikofrei. Wir haben jetzt übrigens inzwischen drei Betten. Also wir könnten die Nacht jetzt auch einfach überspringen. Lass uns Das das ist mal gescheit egal. machen. Und Lenny, wenn du das nächste Mal hier bist, dann nimm dein Bett mit. Hä? Welches Bett denn? Ja, hier oben steht ein Bett, reiß es ab und nimm es mit runter in die Höhle. Weil wenn wir dann schlafen wollen, dann kannst du da unten einfach kurz dein Bett aufstellen und kannst schlafen. Ah. Gar nicht mal so doof. Gell? Koppel. Koppel, Koppel, Problem. Koppel. Problem. Timmy! Problem. Maximal behindert. So. Ich werde jetzt ein Brot backen, weil dann Was ist kriege das ich für ein eine? Achievement. Bäckt man Brot? Weizen? Und? Nein, einfach drei Weizen nebeneinander. Cool. Voll cool. Ja, Warte mal. weiß auch Brauchst du nicht. dazu nicht Feuer? Nein, nicht in Minecraft. Ich glaube, ich backe auch mal Brot. Whatever. Also, wenn ich Lava und Wasser verbinde, kommt immer noch Cobblestone raus. Benny, kann es sein, dass du einfach mit einem sehr komischen Texture Pack spielst oder so? Ich? Warum? Ach, keine Ahnung. Du redest von schwarzen Zombies und von Hexen, die nie jemand gesehen hat und. Die Hexe habe ich auch gesehen. Ah, dann bin ich nur blöd. Mein Fehler. Ja, du bist eindeutig blöd. So, ich fange mal an, unsere Kisten zu sortieren, solange wir unseren Assi nicht haben. Ja, bitte. Ja. Ich höre komische Sterbegeräusche. Ich bin's nicht. Oh mein Gott, war das gerade gruselig. War das ein brennender Enderman? Kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, oder einer, der ins Wasser gefallen ist. Das Oh klingt in mein etwa Gott, ey, genauso. ich habe mich voll erschreckt. Ja, ich weiß, das klingt ekelhaft, wenn man es nicht kennt. Genauso wie die, ohne Scheiß, als mich das erste Mal ein Silberfisch angegriffen hat, ich bin fast ausgerastet. Ja. Oh. Das war kein Creeper.
sondern. Eine akustische Täuschung Ah. deinerseits. Was ist das hier eigentlich? Was. Ich liebe Schluchten. Fluchtenscheiße. Dieses Kommentar war eindeutig unangebracht. Ja, definitiv. Also, Benny, Ja, Ja, wissen. nee, Chancenbericht. bin eigentlich schon fertig. Wie spawnt hinter mir ein Creeper? Ich habe alles ausgeleuchtet. Das war auch gerade überhaupt keine Explosion. Lustig, habe ich nicht gehört, du bist zu weit weg. Ah, ich habe übrigens mal deine Gammelmine dazu gebaut, weil die hat mich echt. Hallo, meine Gammelmine ist voll geil. Nein, nein, deine Gammelmine ist vor allem gammlig. Ah, ja, das macht Sinn. Angst. Wer hat hier so Cobblestone Slabs hergestellt? 60 Stück. Könnte ich gewesen sein. Ich baue auch gern mal 28 Kinderpferde. Ist einfach ein Crafting-Spasti. Ey, es war Missklick, okay? Ja, eben. Also nervöse Crafting-Ticks. Okay. Gut, Ach, warte mal. Wenn ich da jetzt so eine Schlucht habe, dann spawnen die doch in der Luft, wo es dunkel ist, oder? Und fallen dann nach unten. nee, in der Luft spawnt Nein? nix. Nee. Warte. Ah, aber wenn ich dann solche Wenn du so dunkle Vorhänge habe. Vorsprünge hast, ja, Ja, genau. Vorsprung. Genau das Wort habe ich gesucht. Okay. Cool. Nicht cool. Kann hier keine. Sagt man. Huch. Kann ich solche Ausdrücke verwenden? Das ist ja echt menschenverachtend. Ja, geht gar nicht. Cool. Ups. Also Wir haben echt verdammt viele Öfen. finde diese Höhle voll spannend. Leider sagen, weil die so weit unten ist. Chance habe, hier Diamanten zu finden. Und hier ist unheimlich viel Gold. Oh mein Gott. Ich brauche hier Hilfe beim Abbauen, ernsthaft. Sind wir schon so weit, dass wir verzaubern können? Nein, wir haben immer noch keine Kühe gefunden und damit kein Leder und damit keine Bücher und damit keinen Verzauberungstisch. Aber eindeutig zu viel damit. Aber alles vollkommen korrekt. Aber eindeutig zu viel damit. Der ist weit geflogen. Aber eindeutig. Ah, whatever. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade in der Höhle. Ich glaube, ich werde das Zeug mal abbauen. Katze, kannst du. Mit Sicherheit. Weißt du, wie man Tore baut? Yep. Welche bauen? Natürlich. Das ist jetzt ein hier, ein eins hier hin. Jetzt darf ich da außen rumlaufen oder was? Sind die zwei Blöcke groß oder ein Block groß? Ein Block. Sehr geile Höhle. Sehr geil, wirklich sehr geil. Haben wir hier Dann noch mach irgendwo mal. Sticks? Bitte. Oh Ich mein hab Gott. Sticks, Zeugs hätte ich. Wow. Ich habe 64 Sticks, Matze, da braucht man nicht extra kraften. Zu spät. Also jetzt bin ich gerade fast verreckt. Holy shit. Da. Warte, da liegt schon ein Tor. Ah, okay. Wie viele brauchst du denn? Drei. Wie viel? Drei. Waren Hilfst es mir drei hoch? oder zwei? Ich kann es Drei. nie. Liegen Dann neben dir. darf über.
Gut, Leute, wir müssen, glaube ich, jetzt Schluss machen. Du kannst nicht einfach mit Schluss machen. Doch, muss ich manchmal, tut mir leid. Wie kann das sein, dass meine Axt plus 5 Attack Damage hat? Deine Axt. Meine Axt, meine Schaufel, alles hat Attack Damage. Was? Plus 4, plus 3, plus 5. Kann sein, dass du deinen Client irgendwie komisch gemoddet hast oder so. Nee, das hat mein Zeug auch. Geh mal drüber. Im Inventar. Ach, das meinst du? Ja, das ist normal. Da achte ich schon gar nicht mehr drauf. Das hat mit irgendeinem Update haben sie das eingeführt, dass sie einfach anzeigen, welches Ding macht wie viel Schaden. Okay. Okay, also ich komme raus der Höhle, dann können wir von mir aus Pause machen. Eine Pause. Pfeile lege ich jetzt auch in unsere Werkzeugtruhe. Mach das. Ich leg da. Hast du eigentlich meinen Bogen gebaut? Nee, habe ich noch nicht. Kriegst du sofort. Gibt doch so einen Bogen, der hat unendlich Pfeile, oder? Ja. Ist aber auch unheimlich schwierig zu kriegen, die Verzauberung. Liegt vor dir. Baue ich mir noch ein paar Pfeile. Guck mal, ich habe hier einen für dich. Einen ganzen. Da und Danke. hier hast du Sticks für die Pfeile. Ja, also Sticks ist genau das, was ich am meisten brauche, um Pfeile. Whatever. Also genauso viele wie Federn, genauso viel wie Scheiße, ich hab's vergessen. Gravel? Flint. Ah, stimmt, Flint. Flint liegt auch hier. Ah, genau das. Wo sind die Federn? Wenn dann bei Beute haben wir neun hier. Ist es hier der Archivar für alles und ich frag dich einfach nur und du schmeißt es mir ins Gesicht. Ja, aber ist doch voll geil. Ich mach den Posten voll gut. Ich schmeiß einfach mal hier alles in die Trashkiste. Ja, mach mal. Was braucht man nochmal Knochen? Außer für Hunde? Du kannst Knochenmehl draus herstellen und kannst damit Pflanzen düngen, damit sie schneller wachsen. Oh, das war voll geil. Es ist Du aber kannst nicht mehr ja. so wie in der Anfangszeit. Also du kannst nicht mehr einfach damit eine Pflanze sofort zum ausgewachsenen Status bringen, Oh, okay. sondern wenn du sie düngst, dann fängt sie an zu glitzern und dann wächst sie einfach schneller. Aber Also nicht welchen sofort. Flecken machen wir am besten einen Weg? Och. Aus Gravel? Ja, kannst du gerne machen. Sieht halt scheiße aus, finde Guck ich, mal, ich bisher. habe. Ach, der Flint, der jetzt übrig ist, der ist übrig, richtig? Ja. Aber ich nehme Warte mal, normales kannst du Holz. mir noch ein Bett bauen? Wir brauchen wir eindeutig mehr Betten. Wir brauchen zum einen brauchen wir 5, zum anderen brauchen wir eins unten. Ja, kann Wir ich brauchen machen. noch 3 Betten. Besten immer eins, wenn man auf Reisen geht, in der Tasche haben. Habe ich dafür noch genug Wolle? Ich hoffe es doch mal. Ja, habe ich. Wo haben wir unsere Kohle? Und dann sollte Bei Schätzen. das Töten von Tieren sollten verboten werden, weil die spawnen ja jetzt nicht mehr so häufig, sagst du. Die spawnen grundlegend nicht mehr richtig. Wenn sie Was? einmal da waren und du sie dann ausrottest, dann spawnen sie nicht mehr. Korrekt. Echt? Ja. Ausgerottet ist ausgerottet. Und du hast einfach die Schweine getötet. Da sind noch so viele. Keine Sorge. Warum haben wir hier Lava unter einem Glasblock? Das ist meine neue Invention. Auch. Whatever. Noch ein Bett? Also hier stehen jetzt fünf Betten. Willst du jetzt eins mit runternehmen? Wir brauchen 5 Betten hier oben. Ja, und eins unten. Ja, würde ich schon sagen. Okay. Da, nimm du das mal mit. Du bist ja unsere Tunnelratte. Da, ohne das beleidigend meinen zu wollen. Wow! Alter! Was kannst du mir echt nicht antun? Hat er gemacht? Er hat auf mich geschossen und ich dachte, hier unten wäre ein Skelett. Ja, Gut, also mein Inventar ist leer. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. gib mir 20 Sekunden noch.
muss noch den Weg hier fertig bauen. Müsste das Haus mal angucken und den Vorgarten. Ist Tag. Ja. Cool. Wow. Etwas mehr Begeisterung, bitte. Hab ein Sapling gefunden. Nein, also finde ich wirklich geil. Es ist nur echt groß. Heißt groß. Ich hätte gerne eine Luftbrücke von unserem Balkon in den Turm rein. Nächstes Stockwerk kriegst du das. Ah, cool. Ich brauche eine Truhe. Moment, Aber was ist in heißt Planung. nächstes Stockwerk? So, das heißt, da kommt noch eins oben drauf. Ja, ein Stockwerk noch. Und dann das Dach. Okay. Oh mein Gott, ich Das meine. zweistöckige Dachgeschoss. Mindestens. Aber ich muss leider sagen, was ich am allergeilsten finde, ist die Tatsache, dass dieses Anfangshaus, das ich hier gebaut habe, Immer noch immer noch existiert. steht. Ja. Es ist Alles einfach ist drumherum gebaut. nahtlos integriert. Aber es sieht auch so scheiße aus, weil es das falsche Holz ist. Ja. Wir müssen mal hier echt diesen. Also ich Ups. hätte gern. Also was ich auch wirklich gerne hätte, wäre neben der Treppe einen Schienenweg nach unten, der Booster hat, dass man hoch und runter boosten kann. Ja, kann man sich überlegen. Haben wir schon genug Schienen? Haben wir schon eine Mine gefunden? Eine Mine haben wir noch nicht gefunden, gell? Ups. Nee. Hallo? Also ich habe jetzt hier unten mal ein Bett und eine Kiste hingestellt. Dann kann irgendjemand immer kommen, das Zeug abholen, was ich hier. Matze, helf mir mal kurz. Stell dich mal in die hinterste Ecke. Nein, die andere hinterste Ecke. Die Wo? andere, die andere. Die, wo bei mir in der Nähe sein muss. Guck nach oben, dann siehst du mein Hä? Namenstag. Dann siehst du mein Namenstag. Nein, die andere Ecke, genau Ah, ja, parallel ich sehe dich. dagegen. Ja, jetzt sehe ich dich. Das Alles gut. andere links. Weil das markiere ich Das ist mir. hier. Ist das Beziehungsweise genau. hier. Das ist genau die Ecke. Ja. Ja gut, weil ich baue nachher noch einen Keller runter. Also dass wir nicht mehr nur von außen rein müssen, sondern auch vom Hausinneren reingehen können. Okay, aber Was hier sind, irgendwie Sinn macht. Benny, hier sind die Truhen. Also, wenn du hier eine Treppe runterbaust, wäre es scheiße. Ja, das schauen wir uns dann an. Wenn wir Gut. mal gucken, wie es Also, ausschaut. ihr seid dann soweit fertig? Wir können Ja, Schluss machen. leider. Ja. Wollen wir noch eine schöne Endszene machen, wo ich auf dich schieße? Bis Aua. nachher. Ah, mein Pfeil. Ich kann ihn nicht einsammeln. Doch, ich habe ihn. Okay, lasst uns eine Pause machen, Jungs. Gut. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich salutiere, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Und das nächste Mal bestimmt wieder zu fünft. So Soweit. richtig. Bye bye. Bye bye.